meine Freunde. Ein neuer Kühler. Und zwar von Arctic. Ja. Der Fraser 34 eSports Duo. Und zwar haben wir hier einen Kühler mit Push-Pull. Das heißt, mit der neuen Bionix P-Serie. Das heißt, diesen neuen Lüfter, den ich schon vorgestellt habe von Arctic. Ja. Schaut mal unter meinen Videos. Da habe ich den Lüfter des Letzten schon vorgestellt. Ja. Und zwar gibt es hier eine neue 120 mm Version. Wie gesagt, im Push-Pull, 100% RAM-Freiheit, ganz wichtig. Und der trumpft mit absolut tollen Werten auf. Also das muss man mal wirklich dazu sagen. Das heißt, wenn man die Tests sich anschaut, ja, womit der, wo der gegengehalten hat, also das ist schon hammermäßig. Das schauen wir uns gleich alles mal gemeinsam an. Das heißt, technische Daten, wie gesagt, schau da einfach auf die Herstellerseite. Könnt ihr auch mal gucken, da gehe ich ja gleich auch drauf. Ja, wo ich gleich hier, ich habe mir mal mal was hier gegönnt hier. Was heißt gegönnt? Ist von meiner Schwester. Ja, sollte ich mal nachgucken, das lief nicht mehr so richtig. Und ja, war eigentlich, der Speicher war ziemlich voll. Sie hatte keine Speicherkarte drin. Ja, und da habe ich mir hier so ein Teil mal. Und sie meinte, das kann ich eigentlich veräußern. Und da habe ich gesagt, das nehme ich selber und da gebe ich ihr was dafür. Ja, genau. Ne? So muss das auch mal sein unter Geschwistern. Ja, finde ich eine schöne Sache. Da habe ich hier auch mal was, wenn ich mal irgendwo reingucken will. Da muss ich hier nicht einen riesen Rechner hinstellen. Ja, da kann man da zwischendurch mal drauf gucken. Das ist ganz gut so. Ne? So Tablet, ja, die sind eigentlich ganz, ganz nett, die Dinger. So, ja, besser wie ein Handy. Handy ist immer so klein, ne? Im Alter werden entweder die Monitore größer oder die Augen schlecht oder irgendwie, wie das so heißt. Ja. Auf jeden Fall, eine Maximalhöhe kann ich euch schon mal sagen, das ist ja mal für ganz viele wichtig, das sind 157 mm. Ja. Wie gesagt, wir haben hier Push-Pull, wir haben hier MX4 Wärmeleitpaste dabei, wir haben hier für Intel 2066, 2011, die ganzen 1150er, 51er und so weiter und AMD, das heißt für AM4. Ja. Jetzt sagen viele, und AM3 und AM2, nein, leider nicht. Steht auch nicht drauf. Ja, darum will es auch nicht verschönern. Ja, es ist also nur hier auf der Verpackung auf jeden Fall AM4 angegeben. Und das Ganze hat eine TDP von 210 Watt. Ja, das kann sich ja schon mal hören lassen. Ne? Ja, viele sagen, ah ja, immer die Wattzahl, die TDP-Zahl. Ja, wie gesagt, es sind ja Tests gemacht worden. Wir haben hier zum Beispiel den Fraser 33. Die haben sich ja auch selbst im Test nochmal den Fraser 33 genommen und dazu, wenn man das mal sieht, da hatten wir hier eine Temperatur von 58 und da haben wir nochmal fast 4 Grad gespart. Ja, also nochmal 4 Grad. Und 4 Grad in dem Bereich ist schon eine Hausnummer, meine ich. Auf jeden Fall. Ja, Push-Pull, wie gesagt, ganz tolle Sache. Wir haben aber, die haben aber auch, Arctic hat natürlich auch noch mehr Tests gemacht, ja. Was schön ist, wie gesagt, hier 10 Jahre Garantie. Wer gibt euch 10 Jahre Garantie auf einen Kühler, auf einen Lüfter? Also, ja, muss man auch erstmal suchen, ja. Ich bin der Meinung, Arctic hat bis jetzt gute Produkte. Ich habe vieles schon gezeigt von Arctic. Und ich konnte, glaube ich, noch von keinem Produkt sagen, dass es nicht so gut ist oder dass es schlecht ist oder den Sachen nicht erwartungsgemäß, wie zum Beispiel auch die Grafikkartenkühler, absolut hammermäßig, absolut toll. Auch da kommt ja auf meinen Kanal, wenn man das mal die ganzen Kommentare sieht, eigentlich nur Positives rüber. Ja, also da muss man wirklich mal schauen. Ne? Ist schon eine tolle Sache. Wir haben hier so einen kleinen Zettel. Da haben wir hier so eine Service-Hotline, ja, wenn also mal was sein sollte. Ja, also auch ganz wichtig, dass man Ansprechpartner hat. Ja, ich sage immer, es wird immer wichtiger in der heutigen Zeit. Ja, verkaufen, kaufen kann man überall. Es gibt so viele Online-Handel mittlerweile, ja, die auch schon jetzt mittlerweile im Ausland sitzen. Wie das Ganze funktionieren soll, weiß ich nicht, aber das Problem ist, wenn man da was zurückschickt, das habe ich selber auch schon gehabt, da zahlst du natürlich auch horrende Porto, also Rücksendeporto. Also das war hammermäßig. Ich habe bis Österreich 18 Euro bezahlt. Ja, also vorsichtig, wenn man irgendwo mal, ne, was aus dem Ausland bestellt, ja, wo der Online-Shop im Ausland sitzt. Ne? Also wichtig ist, hier haben wir wirklich schöne Telefonnummer, da haben wir eine Serviceadresse und so weiter. Und wo ich hängen geblieben bin, ich wollte eigentlich sagen, es wird immer wichtiger, der Service zählt. Den Leuten ist wichtig, dass sie, klar,
dass man ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis kriegt. Aber ich höre immer auch wieder in der Runde, man ist gerne bereit, auch mal 3, 4 Euro mehr zu zahlen, wenn dafür der Service stimmt. Ja, darum finde ich es immer absolut Mist, wenn man da hört, der Händler hat sich angestellt, der wollte das nicht umtauschen und so weiter, oder der Händler hat sich quergestellt und. Ja. Ich glaube, da ist wirklich wie sagt man, Fingerspitzengefühl. Da muss man wirklich als Händler oder auch als Geschäft, wenn man heute noch so einen Laden hat, so einen PC-Computerladen, da muss man schon einen da stehen haben, der wirklich ein bisschen Feingefühl hat, gerade für Kunden, die dann irgendwie enttäuscht sind, die was kaputt haben oder so. Also, da bin ich der Meinung, ist es ganz, ganz wichtig. Ein guter Service ist heute ganz wichtig, ja. Darum, ja, haben wir hier, ganz gut. Hier haben wir schon mal einen kleinen Karton. Hier wird wahrscheinlich das ganze Zubehör drin sein. Ja, sollen wir das zuerst? Komm, machen wir das zuerst, ja. Ja, also den gibt es nicht nur in hier rot, rot-schwarz, den gibt es auch in weiß-schwarz. Ja, also wir könnt ja mal gucken. Wir haben hier also mehrere. Ich schau mal gerade. Variant. Also ihr seht es hier in schwarz-weiß, in schwarz-gelb, schwarz-grün und schwarz-rot. Ja, haben wir also hier. Das Teil kostet 40 Euro. Ja, wer es wissen wollte. Ne? 40 Euro. Ja, Preis ist okay, finde ich, auf jeden Fall, für 210 Watt TDP und vor allen Dingen für die Leistung, die er hat. Ja, also wie gesagt, hier schreibt man selber herausragende Preis-Leistungs-Sache. Wenn man dann sieht, mit welchen Kühlern der mithalten kann, ja, ob das jetzt zum Beispiel eine Noctur NHD15 ist, ja, das ist von Noctur der Riesenklotz, ja, also da hält er sogar fast mit, ja, das ist hier 1 Grad. Nicht ganz 1 Grad Unterschied. Ja, also wenn er hier mal schaut auf die Tabelle, ich hoffe, dass er das nicht zu so sehr spiegelt hier. Ja, das ist ein, oder vom Darkrock 4 Pro. Ja, das sind es mal gerade 0,2 Grad Unterschied. Ja, also das ist schon hammermäßig, finde ich. Ja, Syntec-Mugen, der liegt sogar noch höher, der liegt fast 2 Grad dann wieder drüber. Ja, dann gibt es den Cooler Master, der ist noch höher und der Cryoric H7, ja, der ist ja auch immer so gelobt worden, aber schaut mal hier, wenn man hier sieht, 73,5 Grad gegenüber 65,8 Grad. Das ist schon eine Hausnummer. Also das ist wirklich eine Hausnummer, ja. Und die Tests sind gemacht worden, ja. Temperatur von AMD und Intel finden Sie in unseren Kühler-FQA. Also die haben das wirklich, das ist alles hier belegbar, ja. Und das ist einfach die neuen PN-Lüfter, verbesserte Kühlleistung. Ja, mehr Kühlung, mehr Performance. Das ist ganz, ganz wichtig. Schnellere Wärmeabstrahlung durch bessere Lamellentechnik und so weiter. Also. Schaut euch das Teil einfach mal an. Geht mal auf die Internetseite, da könnt ihr mal gucken, hier optimale Luftzirkulation. Ja, das habe ich ja schon beim Lüfter gesagt, dass sich das anfühlt wie so ein Trichter. Ja, also zentriert. Ja, also das ist schon ganz toll. Ja, dann haben wir hier die thermische Beschichtung, die macht auch noch mal viel aus. Ja, und dann eben ganz einfach die hohe Leistung für High-End-PCs und CPUs. Ja, mehr kann man glaube ich nicht erwarten. Wir schauen einfach mal hier rein ins Zubehör. Das ist doch jetzt nicht viel, das ist eigentlich sehr überschaubar. Das heißt, wir haben hier eine Backplate. Wir haben hier zwei Brackets, ein paar Abstandshalter, MX4, Wärmeleitpaste, immer noch mein Ding. Ich habe sie immer noch und ich werde sie immer weiter benutzen. Also ich bin bisher immer noch begeistert davon und ich werde auch nichts anderes nutzen. Ja, ich werde vielleicht mal eine andere testen irgendwann mal, ja. Aber ich habe schon einiges getestet und bis jetzt bin ich immer wieder auf die MX4 zurückgekommen, ja. Viele werden zu schnell trocken. Die trocknen einfach zu schnell aus. Da waren nach 2 Monaten schon trocken, waren schon gekrumpelt. Also, und die MX4, die habe ich nach einem halben Jahr, nach einem Jahr fast noch runtergeholt, die war immer noch geschmeidig. Ja? Also da sieht man schon den Unterschied. Also das ist auch wichtig. Ja? Vielleicht ist sie nicht die allerbeste von der Kühlung her. Das mag vielleicht sein. Es gibt bestimmt welche, die wurden 1 Grad oder 2, vielleicht, weiß ich nicht. Aber auf Dauer müsst ihr sehen. Ihr müsst immer auf Dauer sehen. Das ist ganz wichtig, weil das müssen wir im ersten Moment, wenn sie nach 2 Monaten schon zu austrocknet. Ja? Also das ist immer,
Ja, ganz wichtig, da sind nicht nur die Kriterien am Anfang, da ist auch die Langzeit ganz wichtig. Ja. Also wie gesagt, verschiedenste Schrauben, verschiedenste Adapter hier. Ja, wie gesagt, AM4 auf jeden Fall und eben Intel, die neuen Sockel alle. Ja, ist hier alles drin. So, schauen wir mal. Das war das Zubehör. Eigentlich, wie gesagt, ja, ist nicht viel. Und da ist eigentlich schon alles an Kühler drin, was wir brauchen. So, hier ist noch eine Platte, das ist alles. Hui! Hoppala. So, dann haben wir hier die Karte, die kennen viele mittlerweile bei ATEC. Ja, ganz einfach, kannst du hier ab, den Code ab und dann kommst du direkt auf die Seite und dann kannst du da nochmal genau Informationen dir holen. Ja, das heißt, alles nochmal genau durchchecken, wie groß, wie klein und so weiter und so fort. Ja, die Drehzahl der Lüfter und so weiter. Ja, und wenn ihr euch das mal anschaut hier, schaut euch das da mal an. So, der erste Eindruck. Schon toll. Der erste Eindruck schon toll. Wenn man sieht hier, die Lamellen, die sind komplett zu an der Seite. Also hier kommt keine Luft raus. Das findet alles drin statt. Hier unten ist auch keine Öffnung soweit. Hier oben ist auch alles zu. Die Ja. Kühlfläche macht jetzt nicht den riesigen Eindruck hier. Die scheint auch genau wie bei, was habe ich das letzte gezeigt? Den Cooler Master. Ja. War die auch nicht viel größer? Muss er nicht. Sie muss die Wärme gut aufnehmen. Man sagt auch hier wieder Direktkontakt. Ja, das heißt, die Heatpipes sind 1, 2, 3, 4 Stück an der Zahl. Ja, mal 6 mm. Und das heißt, die sind jetzt hier nicht irgendwie vernickelt oder so, sondern sie sind plangeschliffen, damit wir den direkten Kontakt zu den Heatpipes, direkte Wärmeübertragung haben. Und das soll eigentlich. Ja, der eine sagt so, der eine so. Also da gehen die Gemüter auch auseinander, ja. Aber wenn ich die Tests ja sehe, wie gesagt, kann man ja gar nicht anders. Ja, also das sind ja keine fungierten Tests, die man irgendwo einfach mal in den Raum schmeißt, sondern die hat man ja dann auch wirklich gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier die Kabel rauskriegen. Das ist auch gut. Ja, da sind die Lüfterkabel drin und das Ganze immer mit einem Y. Das heißt also, wir können die ganzen hier ineinander stecken und haben dann nur einen Anschluss. Ja, damit auch beide. Ja, so, ich zeige euch das mal. So, und jetzt kommt der hier an den CPU-Lüfteranschluss. Und dann könnte man hier sogar noch, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe im Rear, ja, auch noch einen Lüfter im Gehäuse, den schließe ich hier noch mit an. Dann hast du 1, 2, 3. Alle drei laufen in der gleichen Geschwindigkeit, drosselt gleichzeitig rauf, runter. Und somit hast du den Airflow vom im Gehäuse nach draußen wunderbar gegeben. Ja? Und wenn das natürlich von der Farbgebung passt, wie gesagt, die kriegt man ja auch einzeln. Ja? Dann mache ich den noch im Rear. Dann hast du genau dieselben Lüfter auf der ganzen Ebene. Und da bin ich der Meinung, das ist schon eine Sache. Mal drüber nachdenken. Denn leise sind sie auf jeden Fall. Ich habe sie vorgestellt. Ja, auf jeden Fall ganz tolle Lüfter, muss ich dazu sagen. Schaut mal unter meinen Videos. Das war jetzt erst letztens. Ja, also ist gar nicht so lange her. So, machen wir das auch mal weg. Wie gesagt, wir haben das alles hier. Direktkontakt habe ich erzählt. Dann haben wir hier die Klammern. Und ihr seht ja, Push-Pull ist immer wichtig. Ein Lüfter saugt rein, bläst durch, der andere saugt raus. Ja, der ist also dann praktisch so drauf. Ja, weil ich habe das letzte wieder gesehen bei einem. Der hatte mir dann Fotos von seinem PC geschickt. Der hatte den so drauf und auf der anderen Seite auch. Also der hatte den jetzt auch andersrum. Die pusten ja gegeneinander. Ja, das darf nicht. Das heißt ja, Push und Pull, der muss dann hier die Luft weiter ziehen und rausblasen. Ja, der muss so rum. Ja, so rum und so rum. Ganz wichtig bei Push und Pull. Ja. Das heißt nicht, dass die gegeneinander arbeiten, die Lüfter. Ja. Das ist auch ganz wichtig. So, und ich finde, das Teil macht richtig guten Eindruck. Ja. Wichtig bei den Lüftern, wir haben hier diese Gummierung alle, das ist auch ganz wichtig. Der Rand hier, das ist auch alles gummiert. Ja. Das habe ich bei dem Lüfter ja, wie gesagt, schon mal vorgestellt, dass das Ganze schön entkoppelt ist und vor allen Dingen dicht. Ihr seht hier durch diesen Ring, ja, kann auch hier an der Seite keine Luft entweichen.
Ja, das Ganze findet wirklich sehr zentriert hier statt. Ja, ihr könnt ja mal wirklich, wenn ihr euch ja mal euren Kühler anguckt, wenn ihr, ich weiß ja nicht, was für einen ihr habt, ja, das müsst ihr mal den Unterschied, könnt ihr echt sehen. Da, dann habt ihr dann hier schon mal mehr Luft zwischen, ja, da sitzen hier noch irgendwie Kissen zwischen und da ist dann auch jede Menge Luft, wo dann auch hier Luft. Alles dicht hier ist wirklich, das Ding ist wirklich fast gut hier oben, ja, hier geht ein klein bisschen rüber, aber das ist schon absolut zu, also wirklich sehr, 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 ich kann mich da nur wiederholen, sehr zentriert. Sehr schön, also macht einen super schicken Eindruck. Ja. Und das ist jetzt auch nicht so ein Riesenklos, ja, wo viele sagen, na, Luftkühler, da habe ich da so ein Riesenteil hängen. Ne. Mensch, schau dir das doch mal an. Also der ist doch wirklich okay. Da kann man doch wirklich nicht meckern. Ja. Wenn du jetzt dagegen mal den Be Quiet zum Beispiel, den Dark Rock nimmst. Pro 4, ja, oder eben den Noctur D15. Mann, das ist doch ja, ein Riesenunterschied hier. Ja, also das ist schon klein, fein und kompakt auf jeden Fall. Jetzt wollen wir aber mal gucken, wie die Lüfterklammern abgehen. Ja, das Ganze wird hier hochgedrückt an den Seiten. Ach, das ist auch schön. Ach, guck mal hier, das finde ich ja immer, das ist ja das, was ich, wo ich sage, ach schön, die Klammer hält, die fällt nicht runter, ja, das heißt, die wird hier eingehakt, dann bleibt die, ja, und das Ganze wird dann einfach hier, zack, einmal, zack, zweimal, ja, absolut toll. Hier musst du nicht mit einer Klammer hier zwischen, dann hast du hier schon mal, je nachdem, den Lack ab oder die Elixierung ab, ja, von der Klammer, da hast du Kratzer dran und so weiter. Das habe ich auch alles schon gehabt, ja. Muss mir ja keiner irgendwo sagen, das stimmt nicht, was ich sage. Das ist passiert. Dann hast du die Lamellen hier verbogen, je nachdem, weil die Klammer nicht richtig reingegangen ist. Ja, das kennen wir alle, die öfters schon mal einen Kühler gewechselt haben. Und das ist leider so. So, und das haben wir hier eben nicht. Das ist einfach auch hier wieder ein Pluspunkt für den Kühler. Auf jeden Fall. So, mal gucken. Ja, kann man auch an der Klammer ziehen. Geht einfacher. So, und schon haben wir den Lüfter runter. Wie gesagt, tolle Lüfter auf jeden Fall, absolut toll. Entschuldigung. Wichtig ist, hier Die ist doch können so wir eine ruhig abmachen, Folie ja? drauf. Die müsst ihr nicht drauf lassen. Ja, so. Müsst ihr ein bisschen bei sagen, da kriegt ihr die ab und dann sieht der auch ne, ein bisschen schöner aus. Ja. Macht die Folie ruhig ab. Da habt ihr nichts gewonnen, wenn die drauf bleibt. Ja, im Gegenteil, nachher löst sie sich, dann habt ihr so irgendwo im Gehäuse rumfliegen. Muss ja auch nicht sein. So. Jetzt machen wir auch die Seite mal ab, damit wir uns den ganzen Kühlkörper mal genauer anschauen können. So. Und schaut mal, wie einfach das jetzt ging. Zack. So, jetzt machen wir hier aber auch die Folie noch ab. So. Ja, einige hatten schon geschrieben, was mit meinem neuen Projekt jetzt ist. Ja, ich bin da immer noch nicht schlüssig. Ich stehe da noch ein bisschen in Verbindung und weil ich vom Gehäuse her, es sollte ja hier das LC Power werden. Ja, aber ich bin da noch nicht so richtig schlüssig, ob ich das, weil das ist mein Hauptsystem und das möchte ich ja dann wieder länger stehen lassen. Und da weiß ich noch nicht, wie ich das mache, ob es doch das Gehäuse wird oder ob es doch wieder etwas Größeres wird. Weil ich brauche von den Festplatten einfach, glaube ich, ein bisschen mehr Platz. Ja, ich will nämlich da wieder ein bisschen was anders machen und darum bin ich mir da noch nicht so ganz sicher. Ja, aber es kommt auf jeden Fall. Braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen. Und jetzt schauen wir uns den Kühler mal an hier. Und da seht ihr hier, ja, das ist, man kann durchgucken, sehr gut sogar. Ja. Aber diese Aufteilung mit diesen ganzen Rippen mit diesen Zähnen kann man fast sagen, das sieht schon mal ganz toll aus. Vor allen Dingen auch innen drin, die Heatpipes sind auch innen komplett jetzt nicht in ne, guckt, sondern auch schön schwarz gehalten alles. Ja, also das ist einheitlich ganz, ganz, ganz toll. Und wenn man an der Seite schaut, seht ihr da, hier, da haben wir eine kleine Öffnung, wo dann auch noch mal die Luft so ein bisschen zirkulieren kann, damit ja kein Druck jetzt hier entsteht. Ja, denn wenn Druck entsteht, wäre es schlecht. Also das darf auch nicht sein. Ja, das ist auch ganz wichtig. Aber das mit den Klammern hier, das finde ich schon mal echt toll.
Ja, da geben mir viele wieder recht. Die Klammern fallen immer wieder runter und da weißt du nicht, wie du hin, oh, gerade wenn du im Gehäuse den Kühler wechseln willst, ne? Ja, wie gesagt, also dann im eingebauten Zustand ist das natürlich wirklich eine ganz tolle Sache. Wie gesagt, toller Kühler. Er macht mir einen sehr schönen Eindruck. Also die Verarbeitung ist echt top, muss ich sagen. Ja, schön, sehr schön. Richtig schön. Lamellen jetzt auch nicht gerade so dünn, wie man das vielleicht von manchen Kühlern schon mal kennt, ja. Aber wirklich toller Eindruck. Wir wollen natürlich auch mal die Lüfter uns anhören. Natürlich mal so und natürlich auch noch mal im eingebauten Zustand. Ist ja auch mal ganz wichtig. Entstehen da doch irgendwelche Geräusche, ja. Und was auch wichtig ist, was ich eigentlich vergessen habe am Anfang so ein bisschen, da kommt natürlich nicht nur jetzt der 34 E-Sports Duo, sondern da kommt dann auch noch der E-Sports 34, der Fraser 34 und der Fraser 34 OC. Ja, das ist die neue Kühlerserie 34 von Arctic, die dann praktisch komplett neu kommt. Und da kann man natürlich mal reingucken. Ja, der eine sagt, okay, da reicht mir hier der OC vielleicht. Ich habe ein zues Gehäuse, der muss auch nicht bunt sein und so weiter. Ja, also das ist jedem so überlassen. Aber ich finde, die Preise sind okay, da kann man echt nicht meckern, ja. Also, geht mal auf die Seite bei Artix. Wie gesagt, ich werde es unten mal im Link reinsetzen, in der Videobeschreibung. Und da können wir mal durchstöbern. So, natürlich, Lüfter mal anklemmen. Dann machen wir mal Vorbereitet. Folgendes. So, und da wir ja beide schon dran haben, wie gesagt, es ist das hier immer direkt 12 Volt. Das müsst ihr immer von denken. Ja, also von ausgehen. So, mal gucken, wenn ich die mal einschalte. Ja, die hört man. Aber hier ist natürlich auch, die laufen jetzt gerade, glaube ich, mit 2100 Umdrehungen, ne? Ja, da muss man immer dran denken. Ja, das ist ja kein Lüfter, der hier mit 1000 Umdrehungen vor sich her wackelt, ne? Sondern der hat schon richtig Power. Ja, wenn wir mal sehen hier die Umdrehungszahl. Ich glaube, ich meine, 2100 war richtig. Das Ich ist schaue. so, so heftig. Also ist wirklich toll, ja. So, jetzt machen Sie mal auf dem Kühler mal und da wollen wir natürlich mal gucken, ob sich da was ändert oder ob es dann bleibt. Das Schöne ist, hier ist so ein Artic-Zug, Schriftzug. Ja, das heißt, den kann man so montieren, dass man das Artic lesen kann. Aber ja, eigentlich sonst sieht er nämlich von beiden Seiten gleich aus. Wie gesagt, der eine pustet durch. Ja. So. Mal gucken, einmal richtig drin. Ja, so einmal, zweimal. Den anderen, der kommt dann so. Da hätte man natürlich jetzt so machen müssen, dass die Kabel je nachdem auf der Seite liegen, aber ist So, eigentlich dann haben wir egal. nämlich den Kühler wieder zusammen. Und jetzt wollen wir natürlich noch mal gucken hier. Wie sich das anhört mit 12 Volt. Immer dran denken, wichtig, 12 Volt. So. Wow, das geht. Das geht aber echt. Dafür, dass der jetzt auf 12 Volt läuft, volle Touren, da kann man echt nicht meckern. Das ist echt toll. Boah, und hier hinten, das ist der Hammer. Das kann ich nicht sichtbar machen, aber das ist wirklich, boah, toll. Keine Fiepen, kein Nix. Ich glaube, der hätte aber noch was tiefer gekonnt hier. So, ja. Muss man da gucken, dass man den richtig oder höher sogar, ne? Na, ist richtig, ne? Ist alles gut, glaube ich. Boah. Schön. Und das sind jetzt wirklich 12 Volt. Toller Kühler, gefällt mir sehr gut, muss ich dazu sagen. Super verarbeitet. Man merkt, es ist
wertig auf jeden Fall. Ja, man hat schon mal, ich habe schon viele Kühler in der Hand gehalten. Da gibt es also wirklich Kühler. Da meinst du also, dass das Ding soll wirklich kühlen? Hier hat man das wirklich nicht. Das ist wirklich ganz toll verarbeitet. Wie gesagt, tolle Pluspunkte. Wichtig für mich ist hier nochmal das Y-Kabel, was direkt hier dran ist, für den rückwärtigen Lüfter. Ja, das ist eine tolle Kombination dann. Ja, kann man direkt den hinteren Lüfter auch nochmal direkt über PWM ein gleiches Signal, zack, heißt auch gleiche Umdrehungszahl. Ja, fördert also die Luft auch direkt schön nach draußen, gibt keinen Wärmestau oder sonst irgendwie was. Ich finde auch vom Aussehen her macht er wirklich einen guten Eindruck, auch sehr schön. Ja, wer auf Schwarz steht, wie gesagt, gibt ja genügend Farbe bei dem Kühler jetzt mittlerweile. Ist für alles, ja, für jedes Herz, sage ich mal, vielleicht was dabei. Klar hat er keine RGB-Beleuchtung, ja, aber ihr wisst ganz genau, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, das ist bei RGB-Lüftern, bei den ganzen Bling-Bling-Lüftern, das sind auch nicht die leisesten. Und auch nicht die billigsten. Ja, also wenn man da wirklich was Gutes, was wirklich leise und noch gut ist, da muss man auch richtig in die Tasche greifen. Ja, hier haben wir ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, ist meine Meinung. Ja, eine tolle Kühlleistung. Also wie gesagt, schaut euch die Tests an, was der im Vergleich geschafft hat. Das finde ich schon absolut fantastisch. Ja, wir haben eine 100% RAM-Freiheit, auch ganz wichtig. Ja, gerade wer hohe LED-RAMs hat, ja, gibt es ja mittlerweile die tollsten Dinge auch da wieder. Ja. Ich bin der Meinung, Arctic hat die Aufgabe gut gelöst. Ja, gerade jetzt 2019 finde ich absolut schickes Teil, schönes Design. Push-Pull, ja, wo viele vielleicht sagen, ach, ist nicht nötig. Doch, da macht es wirklich, hier macht es wirklich Sinn. Und hier hat man ja auch den Erfolg bei Push-Pull, also diese Werte sind einwandfrei, ja, ganz, ganz toll. Und natürlich schauen wir uns das auch an, wenn wir den verbaut haben, ja. Das heißt, wir werden den demnächst verbauen, dann machen wir ein paar Tests damit und dann sehen wir uns natürlich wieder. Ja, hat euch das Video gefallen? Ja, lasst mir einen Daumen da, lasst ein Abo da. Die nächsten Videos kommen auf jeden Fall. Ja, wichtig ist, die Bastelkeller gehen jetzt bald los. Ja, da wird ja richtig wieder das neue System zusammengebaut. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Und ansonsten neue Produkte sind unterwegs und dann geht es auch wieder da weiter. Ja? Und ich sage ganz einfach und genau, was sage ich immer ganz zum Schluss, meine Freunde? Genau. Tschüss zusammen.